Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz, was für viele von euch schon gefühlt sehr lange her ist, wie wir gerade schon im Chat gelesen haben. Ich glaube, du warst Ewigkeiten nicht mehr verschollen. Hier. Verschollen. Ja. Genau, aber du hast zwischendurch die Fahne hochgehalten, ne? Ja, letzte Woche natürlich auch nicht, da war ich beim Gränke beschäftigt. Aber jetzt endlich mal wieder zusammen hier beim Geschwätzblitz mit euch und deswegen keine große Vorrede. Wir legen los, oder? Ich muss erstmal checken, wo unsere aktuelle Wertzahl ist. Das muss ich auch erstmal prüfen. 297? Ich glaube, da haben wir sie auch verlassen, weil ich am Freitag hatte ich eine Session mit unserem Special Guest Johnny Karlstedt und da haben wir aber über meinen Account gespielt. Wir haben ein paar Pünktchen gewonnen, das hätte unserem gemeinsamen Account auch gut getan, aber das werden wir heute trotzdem irgendwie hinbekommen. Ich schlage vor, ich generiere dir mit dem Zufallsgenerator unseren ersten Gegner und dann schreibe ich die Eröffnungswünsche raus. 8. Aber ich zähle jetzt einfach mal runter. 8, 9, 10. Wir hatten gerade 8 Challenges, da muss ich nicht viel scrollen. Ach, hier ging der Doktor schon wieder. Das ist doch mein Angstgegner. Wieso kriege ich den gleich als allererstes? Wenn ich noch einmal kurz hier ein bisschen... So haben wir das doch schick. So. Gegen den Doktor und ich habe es noch nicht alles rausgeschrieben. Deswegen fange ich einfach ganz schnell an, bevor hier noch irgendwas wie Orang-Utan. Ach ja, das war ja das. Englisch mit drittens Turm B1 wurde sich gewünscht. Das ist natürlich, irgendwie ist es jetzt schon Quatsch, was ich gemacht habe. Geht eingespielt? Ich dachte, ich improvisiere mal, aber... Das sieht irgendwie nicht so vielversprechend aus. Ach, aber es sieht auch nicht so verkehrt aus. Na, den würde ich ja eigentlich... rausschlagen? Ja, da mit D5. Oder D3 ja spielen. Aber E schlägt F, da mit D5, dann hast du mit deinem Türmchen da schon ein Problem, ne? Mhm. Das gleiche gilt, wenn du jetzt schlägst. Was machst du nach Dame D5? F3. Okay. Das sieht nicht so viel versprechen. Naja, ich mache Läufer G2, ich kann ja mal mit dem Bauern schlagen. Okay, ich notiere noch ein bisschen. Königsindischen Angriff. Das fällt in deinen Zuständigkeitsbereich als Königsindisch-Expertin. Okay, ich glaube, da haben wir erstmal ein bisschen was. Das ist jetzt hier schon total verrückt, ne, die Stellung. Ja, das ist beim Doktor ja immer so. Ne? Das kennen wir ja schon. Ist nichts Neues insoweit. Was ist, warte mal, was mit Springer schlägt D4? D4. Achso, Springer D4, Dame G4, Springer C2, König D1, Springer A1, Dame G7. Da wollen wir es zusammen durchrechnen oder nicht? Ich habe doch jetzt schon keine Zeit mehr. Springer D4, Springer D4, Dame G4, Springer C2, König D1, Springer A1, Dame G7, Turm. Das ist mir schon viel zu umständlich. Ich darf nicht so viel Zeit verbrauchen. F8, Läufer F3. Ich habe es mit unklar abgeschätzt. Erstens Springer C3 wurde sich noch gewünscht. Das fällt in meinen Zuständigkeitsbereich. Denn das habe ich auch schon tatsächlich in Turnierpartien gespielt. Und ist sogar meine Empfehlung, gegen Spieler, die ausschließlich F5 im ersten spielen. Da würde ich mit Springer C3 anfangen. Habe ich auch schon gemacht. Gegen Florian Graffel müsste es gewesen sein. Habe ich auch, glaube ich, den vollen Punkt geholt. Ey, das ist eine verrückte Stellung. Mhm. Also wenn er jetzt eine Figur opfert, könnte es interessant werden, ne? Das ist auch so schon interessant, finde ich. Also ich hätte gedacht, dann E schlägt F4. Und dann... ja, aber so ist, ich gebe dir völlig recht, ist auch schon interessant. Aber der Springer, wenn der nach E4 kommt... Das war ja jetzt der Plan. Aber an C3 wirst du wahrscheinlich nicht rumkommen. Wieso? Läufer C5 und E2 sind so ein bisschen... Aber Läufer C5 so, geht aber jetzt auch nicht. Und Springer D4 nimmst du raus. Aber den... Wie, den nehme ich raus? Nee. Nein, den nimmst du mit C3, also nimmst du die Möglichkeit, den zu spielen aus E2. E2, ja. Kacke. Oh, jetzt habe ich schon richtig eingestellt, ne? Du hast den ganzen Turm eingestellt. Ja. Oh, ich stehe so gut hier. Aber das war tatsächlich einer der Gründe, als ich an C3 überlegt habe. Ich habe es gerade nicht mehr in der Schnelle. Ja, ich habe E2 einfach nicht gesehen. Da kann ich eigentlich auch aufgeben, ne?
Ganzer Turm ist ziemlich viel, oder? Habe ich ja noch Schummelchancen. Und einmal die Dame nach H6 machen lassen, ja. Werden wir noch probieren. Und ansonsten, naja, man kann ja auch sagen, okay, ich weiß nicht, ob man noch so viel sagen kann nach Turm F4 oder so. Ja, das ist leider, der ist einzügig eingestellt, oh. Oder? Oh, ich sehe heute überhaupt noch gar nichts, ne? Aber ich fand, dass ich hier eigentlich echt gut stehe, wenn ich... Springer gut, D4 ist halt sehr lästig, genau. Ja, dann muss C3 ich hier jetzt. C3 spielen, aber dann gegen E4, gegen Springer E4 kann man ja nichts machen, dann hole ich den E3 ab. Ja. Hier der König ist auch total schwach. Ja, ich denke, du stehst gut. Ja. Okay. Das war zum Aufwärmen, sagt Flinsbach, das hat er völlig richtig. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter und wollen gar nicht zu viel Trauerzeit einarbeiten in unsere Show. Und spielen gegen die 4, diesmal von unten. Zack. Und das ist mein Namensvetter. Naja. Naja, also... Dich nennen ja, alle immer Nikolaus. Deswegen ja Vetter und nicht Namensbruder, ne? Nee. Das ist ja nur naher Verwandter, entfernter Verwandter. Erstens Springer C3, abgehakt. Mach ich natürlich gerne. Wenn es immer so einfach wäre. Ja, eure Wünsche, wenn die immer so, dann würden wir nur Wünsche hier erfüllen. Aber machen wir ja eh, oder? Ja, außer du weigerst dich manchmal bei zu dubiosen Systemen. Ja, da bin ich dann die Diva hier. Ja, ich weigere mich, wenn ich gerade schon verloren habe. Französisch ist noch auf dem Plan. Und was ich auf jeden Fall noch spielen wollte, ist Englisch. Jetzt nicht unbedingt, also mit drittens Turm B1 wurde sich gewünscht. Aber ja, Nico ist jetzt im Englischfieber. Ja. Nachdem Johnny hier die letzte Woche bei uns seinen Englischkurs aufgenommen hat. Ja. Und Nico direkt am ersten Tag danach alle Videos in sich aufgesogen hat. Na, ganz so noch nicht. Also ich habe noch nicht alles verinnerlicht, aber Gambit, wir sind alle unter Schachfreunden, tut's uns gerne. Aber ja, B3 spielen wir gerne. Ich spiele das ganz gerne. Ja, mach ich. Noch nie also erstens B3. Erstens B3, so wird's nix. Habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Ich habe das schon mal in irgendwelche sizilianische Varianten einfließen lassen, dass man gegen Paulsen zum Beispiel dann irgendwann mit B3 spielt, aber... So. Jetzt darf... Es kommt alles zurück, was du hier in der Öffentlichkeit von dir gibst. E5, ja, auf E5 spielt man selbstverfreilich D4, denn, was habe ich jetzt für eine Öffnung? In der ich absolute Experte bin. Skandinavisch. Ja, mit Tempo mehr. Wikingeraufbau. Was ist der Wikingeraufbau? Mit beiden Springern. Und D3 ist die Empfehlung von Lawrence, die aber tatsächlich nur was ist für Leute, die also so gar keine Lust darauf haben, gegen Skandinavisch irgendeinen Vorteil rauszuholen. Mit Schwarz ist das ja... Nein, mit Weiß. Ja, aber er ist ja schwarz. Ja, aber dann ist das ja schon erst recht auch nicht gefährlich. Ich grüble gerade über Springer D5 nach. Ich übernehme mal das Aufschreiben. Magst du mir bei Springer Bird. D5... Bird? Bird. Magst du mir helfen, bitte? Springer... Springer D5. Funktioniert das? Springer E7 ist die kritische Variante. Funktioniert es oder nicht? Dann mache ich das jetzt einfach. Also so wird das ja nicht. Du musst schon helfen, ne? Ich habe gerade angefangen zu rechnen und bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass es nichts wird. Wieso? Aber gut. Ich hatte dann auch gedacht, Springer E7. Aber Springer schlägt F6, G6, Dame D4. Ist sehr schön, fesselt den Bauern. Und jetzt haben wir zumindest einmal das Potenzial, jederzeit das Läuferpaar, was wir gewonnen haben, wieder abzugeben für einen Doppelbauern. Das heißt, ein klarer Vorteil... bedingt durch diesen Skandinavisch im Anzug. Edel gekleidet, ja. Ja. Also ist ja schon fast im Wrack hier. Im Wrack. Nicht im Frack, sondern im Wrack. Ja. Das ist denn nicht ganz so edel. Ich wurde gefragt, wie Kränke bei mir lief. Gar nicht lief es bei mir. Ich habe nämlich nicht mitgespielt.
Stattdessen habe ich bei der Frauen-Europameisterschaft mitgemacht in Antalya. Und das lief so, ja, ganz okay, würde ich mal bezeichnen. Also mit meinen Partien bin ich eigentlich sehr zufrieden. Habe gut gespielt, habe auch viele Gewinnstellungen erarbeitet. Tatsächlich stand ich in 9 von 11 Partien oder mindestens in 8 Partien auf Gewinn. Ja. Was man ja auch schon mal schaffen muss. Aber ich habe leider nicht so viele davon verwertet und in vielen Gewinnstellungen dann nur ein Remis rausholen können. Deswegen hat es so ein bisschen bitteren Beigeschmack, aber gut, ich weiß, woran ich arbeiten muss. Und generell war das Turnier auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Ne? Man ist da ja total auf Schach fokussiert, man bereitet sich sehr extrem vor, man analysiert die Partien, man hat einen Trainer dabei und die Gegner sind natürlich auch alle sehr, sehr anspruchsvoll. Also von daher war es schon insgesamt ein gutes Turnier. Und was ist bei dir jetzt hier so los? Sieht jetzt fast aus wie... Hat er den eingestellt nach F4? So. Dame E4, Turm D4. Ja, oder? Ja. Ich habe gerade über andere Varianten nachgedacht, nämlich hauptsächlich über Läufer F3, Turm D4, Dame A5, was unangenehm gewesen wäre. Deswegen hätte ich auf Läufer F3 vermutlich mit Turm D2 reagiert. Aber jetzt... Nach F3 kann sie noch... Das sagst du mir jetzt. Ja. Dann weiß ich auch nicht, ob ich sie überhaupt befragen muss. Sag naja, dann kannst du, sowas. Aber warte mal, es geht ja noch weiter. Turm D4, Dame F3, Läufer G4, Dame E2, Turm D2, Dame E4. Ja. Bringt nichts. War ein Remis. Okay, die Züge kann ich schon mal wiederholen. Das wollen wir ja nicht. Nein, aber den Läufer nach G4 bringen ist vielleicht... Aber du kannst auch... Da macht man sich so viele Gedanken. Ne? Was hätte ich dann machen können? Also ich dachte nach Dame... F3, Läufer G4, Dame G2, Turm E2, Dame H1, Turm E1, Dame... Turm D1. Turm D1, Dame E4, hat man irgendwas gekonnt? Nee, auch nicht. Naja, gut, jetzt haben wir was mehr. Na gut, okay, dann nur noch verwerten. Ja. Ja, und in der Zeit darfst du uns verraten, was deine Lieblingseröffnung ist. Grundsätzlich Bertramisch. D4 Springer C3 ist ja meine allererste Öffnung gewesen, die ich gespielt habe. Da hatte ich eine 81 DWZ. Mhm. Dann wurde ich irgendwann etwas in Anführungszeichen seriöser. Habe es nicht mehr gut gespielt und habe es dann mit knapp einem Rating von 2,4 wiederentdeckt. Und spiele das nicht allzu häufig, aber gerade oft genug, dass meine Gegner bei jeder Vorbereitung sich dagegen auch vorbereiten müssen. Eigentlich gegen alles. Und tatsächlich jetzt seit einigen Tagen bin ich so etwas im Englischfieber, also so wie das halt Johnny empfiehlt. Und im Blitzen hat es mir bisher richtig viel Spaß gemacht, das zu spielen. Also ja, war da halt könnt ihr euch gerne auch mal die YouTube-Videos Nikolas ja. lernt Johnnys Englisch anschauen. Ja. Sehr witzig und auch lehrreich, ne? Weil man ja. bekommt ja auch als Zuschauer dann ein paar Hinweise. Obwohl ich halt schon einiges dann leider wieder eingestellt habe, nachdem man mir praktisch mit der Eröffnung... während er sie mir erklärt, spiele ich sie und er schenkt mir sozusagen in der Ausgangsstellung eine Gewinnstellung und da habe ich einiges dann irgendwie noch zurückgegeben, aber ja, da bin ich trotzdem sehr, sehr zufrieden. Auf welchem Platz bist du gelandet? Das wurde ich übrigens auch mal gefragt. Ja, also ich glaube 55, so ziemlich mein Setzlistenplatz, also ich war an 58 gesetzt. Dementsprechend jetzt nichts Spektakuläres, aber auch nichts Dramatisches. Also vielleicht noch zur Hintergrundinfo, es waren 130 Teilnehmerinnen, glaube ich. Also so leicht vorderes Mittelfeld kann man es vielleicht zusammenfassen. Du weißt, was du tust? Nö. Wieso denkst du das denn überhaupt? Weiß ich nicht. So, jetzt die große Frage, spiele ich Läufer oder Springer A6? Ich finde, sieht beides eigentlich vielversprechend aus. Ich hätte mit dem Springer auf C6 wieder genommen. Das sah irgendwie Was? Auch nett aus. Findest du nicht? Nö.
Nee, okay. Aber du bist die Königsindisch-Expertin. Naja, gut, das ist ja jetzt ja auch so. Könnte alles sein, ne? Ja, sieht auch aus Plutsch. Wie Pirk, ne? Nein, Plutsch. Geschrieben mit P-U-R-T-S-C-H. Erdös Plutsch. Ja. Ja. Aber beim Genke, sehr viele Zuschauer kennengelernt, was mich sehr gefreut hat. Also auch Zuschauer von hier Geschwätzblitz und Lernstunde? Mhm. Oder? Hauptsächlich Geschwätzblitz. Aber auch Lernstunde. Mhm. Ja, das freut einen immer. Ach so, irgendwie war das gar nicht so schlau hier. Ich wollte ja gar nicht meinen Laufer-Paar aufgeben. Das ist nur mal so getan, ja? Ja, irgendwie dachte ich, ach, naja, eine Fesselung kann ja nicht schaden. Oh, das ist eine Frage. Was halte ich von C4, E5, Springer C3, Springer F6, F4? Ich weiß nicht, warum du Springer F6 als fragwürdig schon betitelst. Ich glaube, Springer F6 ist völlig normal und nicht fragwürdig. Aber ich habe F4 noch nicht analysiert, nee. Die Empfehlung tatsächlich von Johnny ist aber auch nicht C4, Springer C3. Oh, und da ist noch jemand im Chat, der Makan. Grüße an den Raffaello. Benoni, ja, das spielen wir auch. Ja, tatsächlich, ich habe schon mal erzählt, glaube ich, Grenke lief nicht so gut. Das Einzige, was lief... war eure Zimmerpartnerschaft. Ja, so. Und unsere Zimmerpartner, wir waren Benoni-Brüder auf dem Zimmer. Und das Witzige war, das erzähle ich euch jetzt auch nochmal, der Makan, der hat... es lief bei uns beiden nicht so gut. Und dann, um diese schlechte Laune zu brechen, haben wir uns gegenseitig Gewinnpartien von uns gezeigt. Ja, das ist übrigens eine Empfehlung. Wenn ihr mal das Gefühl habt, gerade ihr könnt gar nichts, dann geht mal in die Datenbank und schaut euch eure Siegpartien an. Danach seid ihr gleich viel besser drauf. Und er hat mir seine gezeigt. Und dann habe ich so ein paar Fragen gestellt, weil er Benoni etwas anders spielt als ich. Und tatsächlich, was kriege ich am nächsten Tag aufs Brett? Genau das. Ja, aber ob du da irgendwie was machen kannst, natürlich auch die Frage. Ne? So, und was bekomme ich am nächsten Tag aufs Brett? Ich bekomme genau die Variante. Mein Gegner macht denselben Fehler. Wie Makans Gegner? Wie Makans Gegner, und ich habe auch direkt eine gute Stellung. Wieso stelle ich immer ein? Das nervt. Ja, ne? Aber vor allen Dingen ist das dann immer gleich schon so dramatisch. Naja, gut. Geht noch, aber... Vielleicht Dame C3... Nicht schön, aber vielleicht kommst du noch raus mit DE, Turm E8 und dann Springer B5 und irgendwie Läufer F6. Kriegst den Baum bestimmt noch zurück. Aber Benoni, das ist ein schöner Wunsch, den ich gerne erfüllen möchte. Achso, uns wurde gefragt, ob man statt Springer A6 auch C5 machen kann. Ja, wahrscheinlich schon. Aber der Plan war gar nicht, C5 zu spielen, sondern eher mit C6 so die Felder zu kontrollieren. Aber ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, gerade mit dem fianchettierten Läufer. Ist C5 natürlich auch immer mal eine Option, um hier das Zentrum anzugreifen. Apropos Läufer. Ja. Das ist das Läuferpaar, ne? Ja. Turm C8? Wieso? Sieht etwas passiv aus, ne? Ja. Nee, okay, dann... Die Idee hinter Turm C8 war, Springer E5 so ein bisschen die Würze zu nehmen, weil dann nicht der C6 hängt und so. Das nehme ich doch jetzt auch raus. Weil der D2 hängt, ne? Ja. Ich laufe hier mit dem A-Bauern durch, ist mein Ziel. Habe ich mir überlegt gerade. Okay. Schade. Doch nicht. Oh, jetzt muss ich mir schon wieder einen neuen Plan überlegen. Anstrengend ist das hier. Frage von CMP, warum raten so viele Leute vom Londoner System ab? Ist das nicht mehr so gut oder so? Nee, das ist eine spielbare Öffnung, kann man machen. Vielleicht, weil es jetzt so in der Mode war, ne? Also es war ja so im letzten Jahr oder vor 2 Jahren schon. Ist nicht, irgendwann ist das ja mal so die Trendvariante gewesen. Und dann ist es natürlich immer so, dass man auf dem neuesten Stand sein sollte, wenn so eine Eröffnung so modern gerade ist. Aber... Springer B5. Ich muss mal noch ein paar Bauern behalten, damit ich irgendwann mal noch was verwerten kann hier. Ja. So, jetzt könnte ich vielleicht hier rausschlagen.
Dann nimmt er halt am Ende auf C6. Dann kriege ich den nicht mehr. Ne? Das ist alles ein Dilemma. Ja, warte, ich mach's trotzdem und dann hole ich mir den hier. Okay, musst du halt nur sehr sicher sein, dass er diesen Bauern nicht durchprügeln kann. Sicher ist erstmal gar nichts. Aber ist auch ein netter Hinweis von Dr. Paradox. Und vielleicht raten die Leute ihm auch alle ab, weil sie selber nicht gegen das miteinander spielen wollen. Stimmt. Ja? Ja, aber ich sehe das auch so wie der Flinsbacher. Man behält ja einfach das Läuferpaar. Oh, ich kann jetzt trotzdem hier schlagen, ne? Bringt dir das irgendwas? Wenn du auf B1 nimmst, dann fehlt doch der Turm auch noch auf E1. Nur weil du es kannst, ne? Ja, weil ich es kann. Ach, vor Abtausch hatte ich eigentlich nie große Sorge, muss ich sagen. Man denkt zwar immer erstmal, gegen Schwächere, wer weiß, ob ich das dann noch verwerten kann, weil dann ja schon sehr viel abgetauscht wird und so. Aber in der Praxis hatte ich da eigentlich immer Möglichkeiten, dann auch noch Vorteil rauszuholen, wenn der Gegner das nicht so gut kannte. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, ne? Läufer B3, Springer E4. So, und dann... Ich glaube, du solltest eher sowas wie F5 jetzt mal machen. Auch wenn es nicht schön ist. Das ist ja überhaupt nicht schön, da habe ich ja gleich gar keine Bauern mehr. Turm D1. König von. Mensch, der Fuchs, der spielt aber auch gut, ne? Wie ein Fuchs. Jetzt kannst du aber den Läufer ziehen. Ne, nicht den, den anderen. Ja, wo, aber was Läufer will ich B3, mit dem? C5 machen. Ach so. Das Läuferpaar nicht aufgeben. Sei ein Verfechter des Läuferpaars. Ich bin nicht Flinsbacher, Nico. Das ist richtig. Hast du das gesagt? Das kann sein, ja. Dass ich solche Dinge gesagt habe, ja. Achso, ich hätte auch mal hier noch einen Schach ein. Aber so. Können. Zum A7. Mhm. Ja, jetzt wird das Läuferpaar richtig prächtig hier. Dominieren im Endspiel. Hab ich jetzt schon wieder was eingestellt? Guckt man einmal nicht hin. Kommt schon sowas, so. Ne? Hängt. Achso, es geht ja gar nicht. Naja. Ich hoffe, die Zeit wird es dann richten. Oder jetzt auch die Stellung. Aber so, was hätte er machen sollen? Läufer A3. Und der wäre natürlich eine Maßnahme gewesen, ja. Hallo auch an UFO. Nimm alles weg. Extrem gut gehalten, der Fuchs, ne? Mhm. Muss man sagen. Ja, zwischendurch dachte ich eigentlich, na gut, ich habe auch mal wieder eingestellt, ne? Ja. Wo ich so gut stand. Ach ja, wo ich so gut stand? Doch, ich stand ja ursprünglich mal gut. Ja, E5 war stark. Also hier die Stellung, warte, hier, ich finde es okay, ne? Also ich habe das Läuferpaar vielleicht, und mit Schwarz erstmal alles erreicht, was man erreicht. Vielleicht muss man einfach mal sowas wie Turm E8 spielen oder so, dass hier dieser Läufer ein bisschen die Diagonale abgeschwächt wird. Ja. Und es war ja noch die Frage nach C5, da können wir mal in die Stellung gehen. Hier habe ich ja Springer A6 gespielt. Ja, C5 ist auch möglich. Ne? Ich finde es eigentlich immer so vom Aufbau her ganz angenehm, wenn man so erstmal hier alle Felder kontrolliert. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Präferenzsache. Machen wir weiter. Ja. Was ist denn das hier schon wieder? Okay, weiter geht es mit... Oh, wieder der 6, ne? Gedrückt habe ich. Diesmal von unten. 4, 5, 6. Speedy MZ. Was darf es denn sein? Evans Gambit wurde sich. Ja, das, ich probiere das jetzt einmal, aber die Wahrscheinlichkeit bei solchen Wünschen ist immer sehr gering. Ihr müsst ja schon E5 spielen, Springer F3, Springer C6, Läufer C4 und dann auch mit Läufer C5 antworten. Aber das tun wird
kann ich natürlich nicht vorhersehen. Ich hake es trotzdem schon mal ab, weil, ja. Ja, und deine Lieblingseröffnung steht noch ganz unten auf dem Zettel. Bird? Beard. Beard? Wie kommt denn Beard da drauf? Speedy! Heute haben sie alle Angst gegen uns. Ja. Traut sich keiner. Tja. Ansonsten, irgendwas mit Fußball scheint gerade noch interessant zu sein. Ja, ich glaube, gestern war ein großes Derby. Ich war laufen und habe eins live gehört dabei und da kam hier Schalke-Dortmund-Derby. Aber darum soll es jetzt heute hier nicht gehen. Ich glaube, da bringen wir uns nur in Teufelsküche, wenn wir dazu irgendwas Inhaltliches sagen wollen. So, wer meckert, darf es selber spielen, sagt Illusionist. Ja, dann komm. Dann machen wir das jetzt, aber dann war es das auch im nächsten halben Jahr hier mit Bird. E5, sehr gut, komm, E4. Dann sind wir doch wieder drin. Machen wir Königsgambit. Hat sich das jemand gewünscht? Bestimmt. Steht zumindest nicht auf dem Zettel, ne? D6 kann man machen, ja. Jetzt aber so ein bisschen mit Übergang ins Läuferspiel. Naja, mit F4. Jetzt muss ich nur noch mal... Komisches Läuferspiel, sag ich dir. Warte mal, wie war denn das nochmal? Ah nee, ihr könnt auf jeden Fall für beide Farben Angebote machen. Also am besten gar keine Farbe auswählen, dann wird das ja zufällig entschieden. Wir sind da flexibel. Bin ich beim Simultan übrigens auch immer. Da sage ich auch, dass es mir nicht so wichtig ist, an allen Brettern weiß zu haben. Ich finde das sogar ganz gut, denn sind nicht alle Partien gleich. Mal ein bisschen Abwechslung. Ich krieg das, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammen, wie man das spielt. Hast ja noch 4 Minuten. Nee, ja. Tja, ja. Ja, morgen wird es in der Lernstunde um Paul Keres gehen, ein sehr spannender Spieler, der zwar nie Weltmeister war, aber viele Weltmeister geschlagen hat und jahrzehntelang einer der Besten der Welt war. Ja. Also. Natürlich auch viel zur Endspieltheorie beigetragen, ob wir das morgen behandeln werden, eher nicht. Nee. Aber. Carlsen gewinnt schon wieder. Carlsen hat doch schon gewonnen. Und das, achso, aber das Gesamtturnier, ob er das gewonnen hat, ist... Wie hat denn Caruana gespielt? Der hat ja noch gespielt, ne? Ja, ich glaube gegen auch. Gegen Georg? Wenn er Remis spielt, dann ist Carlsen durch. Ja. Oh, wie oft ich so laufe. Jeden Tag. Nee, das jetzt nicht. Also ich wechsle immer so ein bisschen zwischen... Also, deine Beine benutzen. War keiner Scherz von mir. Ach so, ja, der kam aber nicht an. Ich merke das. Das schon. Heißt ja dann gehen. Läufersprache. Also ich wechsle immer so ein bisschen zwischen Kraftsport und Laufen. Und momentan laufe ich so zweimal die Woche vielleicht. Versuche am Wochenende dann auch immer mal längere Strecken zu laufen, wenn das Wetter auch mitspielt. Ja. Fabi hat gewonnen. Ah, dann ist es doch nochmal spannend. Können wir mal über... über Neidorf, ja, stimmt, können wir machen. Also gerne auch Vorschläge bringen, denn wir kennen auch nicht alle Spieler oder kommen uns nicht so in den Sinn, ne? Also wenn man so nachdenkt, manche gehen da ein bisschen unter. Naja, Marathon werde ich nicht laufen. Ich bin einen Halbmarathon gelaufen vor 2 Jahren. Das fand ich dann aber auch vom Training her schon ein bisschen anstrengend. Du warst viel unterwegs, muss ich sagen. Ja, weil ich bin dann ja auch die langen, also die richtig langen Strecken gelaufen und das ist ja dann auch schon sehr zeitintensiv. Ja, deswegen werde ich mich so meine kürzeren Strecken eher halten und ja, vielleicht überkommt es mich irgendwann nochmal, aber für den Moment begnüge ich mich mit dem Schachleistungssport und alles andere ist eher so Ausgleich. Okay, keine Frage. Auf Springer A5 ziehen wir den Läufer zurück. Wir wollen das Läuferpaar behalten. Perspektive ist immer noch, irgendwann hier mal die Diagonale für den Läufer zu öffnen.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt sofort wieder nehme, obwohl ich es eigentlich machen kann, aber Springer F3 sieht auch nett aus, obwohl Springer H5, dann deckt er den F4 lästig. Ja, ich denke, ich sollte ihn nehmen. Ob ich eine weiße oder eine schwarzfeldrige Läuferin bin? Na, Flutlicht, das will ich aber sehen, dass du einen Marathon in 2 Stunden läufst. Das haben die Weltspitzenläufer, ne? Die sind 2 Stunden... Vor ein paar Jahren war doch Weltrekord dann unter 2 Stunden, ja, okay. So ganz knapp drunter, glaube ich. Ja, meine Erkenntnis aus dem Türkei-Urlaub, dass ich lernen sollte, Gewinnstellung zu verwerten, was sehr, sehr schwierig ist. Dass ich eigentlich ganz gut mit meinen Eröffnungen zurechtgekommen bin. Eigentlich habe ich Eröffnungen immer so als meine Schwachstelle angesehen. Aber das hat dort eigentlich gut geklappt, auch wenn die Gegnerinnen sich ja auch sehr intensiv vorbereitet haben. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass da eine Vorbereitung 4 Stunden Zeit in Anspruch nimmt. Mit einem Trainer, der da auch mit unterstützt. Also wenn man da theoretisch nicht so fit ist, oder das Repertoire viele Lücken hat, kann einem das schon mal um die Ohren fliegen. Aber das hat zum Glück ganz gut geklappt, also da bin ich immer gut rausgekommen. Ja, und ansonsten, dass es anstrengend ist, habe ich noch mitgenommen, aber das war mir vorher schon klar. Ist ja nichts Neues. Ja. Dass die Türken sehr gutes Essen haben, habe ich mitgenommen. Döner. Ja, aber war insgesamt schon ganz gut. Gute und lehrreiche Erfahrung auf jeden Fall. Ach. Ah ja, der Nikolaus, den hatten wir vorhin. 2 Stunden 01. Ja, hatten wir. Dann können wir ihn vielleicht nochmal. Dann Verbindung weg. Na gut, machen wir. Schreiben wir mal auf. Nikolaus. Also wir vergessen alles, auch wenn das jetzt in einer Minute soweit ist. Wenn ich das nicht aufschreibe, ist es vergessen. So, lieber Illusionist, du stehst ganz schön hinten drin. Wie kann ich das weiter bestrafen? Ich mache erstmal Dame G3. Das sieht jetzt erstmal aus, als würde ich hier hin und her wackeln, aber dem ist nicht so. Ich wollte auf Springer H5 Dame F2 spielen und damit so eine kleine Verbesserung erzeugen. Und jetzt? Ja, trotzdem Dame F2. Idee ist jetzt hinter Dame F2, dass ich aus Springer H5 rausgehe und dann in aller Seelenruhe meinen Springer mal nach F5 bringen kann. Diese Läufer, ja, Springer A5, deswegen, also kann er machen. Ich werde aber auf Springer C4 einfach meinen Läufer zurückstellen und die schießen von C2 und C1 richtig schön Richtung Königsflügel. Also wenn das nicht... Also ich könnte darauf wetten, dass das schon eine Gewinnstellung ist. Also der Computer würde mir hier sicherlich schon einen gewaltigen Vorteil geben. Ich muss es leider noch verwerten. So ist das. Bleibt nicht aus. König zurück. Okay. Dann drauf da. Nee, Doktor, tatsächlich war es gar nicht unbedingt das Endspiel, wo ich dann versagt habe, sondern entweder in der ersten Zeitnot, wo ich halt einfach, also meistens hatte ich schon so nach 15, 20 Zügen, eine sehr, sehr gute Stellung. Und habe die dann auch ja, übers Mittelspiel hin aufrechterhalten können, aber irgendwann. Willst du übernehmen? Ist es Checkmate? Ist es irgendwann dann entweder weniger geworden oder ich habe unsauber gerechnet. Genau das nehme ich nämlich auch mit. Eher Taktiktraining war das Problem, nicht unbedingt Endspiel. Dass irgendwie dann so, jetzt gar nicht irgendwie große Einsteller. Oh Mann! Ihr wisst doch, lasst euch doch gerne matt setzen. Oh, das muss ich einmal in der Großansicht präsentieren. Mach mal deinen Kopf zur Seite. Ja, hier, da waren wir gerade. Königsgambit. Schöne Königsgambit-Partie, auch wenn es eher atypisch war, aber. Entschuldigung, du warst gerade am Berichten. Taktik. Also keine ganz großen Schnitzer oder so. Sondern eher, dass man eine lange Variante gerechnet hat und am Ende irgendwie dann eine Kleinigkeit übersehen hat oder die Stellung falsch eingeschätzt hat oder, naja. Ja. Illusionist, erstmal danke für die lustige Partie, muss ich sagen. Auf F4, E5 zu spielen ist schon witzig. Gut, dann E4
ja, dann machen wir halt einfach lustig weiter. Und dass Königsgambit eine extrem spannende Eröffnung ist, haben wir, glaube ich, auch in dieser Partie irgendwie bestätigt gesehen. Auch wenn es dann Züge des Läuferspiels angenommen hat, allerdings mit dem Läufer auf hinter der Bauernkette. Deswegen habe ich das Gefühl, dass wir dann doch sehr gut rausgekommen sind. Oh, 3 Stunden 21, Respekt. Das ist extrem schnell. Ich glaube, so das bräuchte ich für... Für was denn? 10 Kilometer. Da kommt der Besenwagen und kehrt sich auf. So, und ja, schon wieder weit. Du würdest ja... Na, vielleicht so ein Halbmarathon in 3 Stunden. Den würdest du auch schneller schaffen. Ja, wahrscheinlich. So, königsindischen Angriff bitte. Warte, wie fange ich damit an? Oder du machst jetzt erstmal Englisch und ich erkläre dir, was ich schon gelernt habe. Das kann ich aber gar nicht, ne? Ja, weil Johnny, der macht das ziemlich cool, der macht das immer in Regeln. E6 jetzt, nee, jetzt mit, wie war das, mit G3. Ah nee, oder Springer F3 hätte auch richtig sein können. Machen wir Läufer G2. Springer F3. Jetzt sind wir wieder über Zugumstellung mehr oder weniger drin. Läufer E7. Rochade. Und jetzt machen wir es mit B3. Aber jetzt tatsächlich bin ich so ein klein wenig raus, weil ich mir das Kapitel noch nicht angeguckt habe richtig. Ich habe das einmal überflogen, deswegen habe ich das ganz grob im Kopf. E3 zuerst, nicht Läufer B2 zuerst. Und ich weiß, dass Jan das, naja, so oder so ähnlich empfiehlt. So. Jetzt kann man verschiedene Sachen machen. Probier es ruhig mal mit Gemütlichkeit. Mit Dame E2 zuerst. Ich bin schon gleich auf Zeit verloren, wenn das so weitergeht. Dr. Paradoxon? Nee, den Springer, also zumindest Englisch nach Johnny Karlstedt, stellt man den Springer in dem Moment nach F3, wenn... D5 kam. So ist, glaube ich, die Regel. Ja, jetzt kannst du Läufer B2 machen. Und jetzt spielt er das, glaube ich. Weil da hat er ein paar Alternativen. Mach mal mit D3. Mach mal ruhig mit D3, Springer BD2. Ah, okay. Und dann gucken wir mal weiter. Nee, stimmt. Ich glaube, jetzt habe ich 2 Dinger durcheinander gebracht. Aber ist auch egal. Danke für deine Unterstützung. Gern geschehen. Ich komme ab jetzt alleine, klar. Na, ich helfe ja noch ein bisschen. Ich meine, wir stellen uns hin. Springer D2, Türme raus, nach C1, D1. Und dann ist, glaube ich, schon alles ganz gut gelaufen. Flutlicht, das kann ich 1:1 so unterschreiben, diese Aussage. Dann machen wir erst Turm FD1. Und der andere, wo kommt der hin? Den würde ich nach C1 dann stellen. Achso, jetzt macht er den immer noch, ja dann... E4 oder was? Nee, ich glaube, den kannst du nehmen. Den kannst du. Und dann irgendwie mit A3 B4 oder was machen? Oder Springer G5, Springer E4? Jetzt würde ich tatsächlich mit dem Läufer sogar nehmen. Echt? Ja. Der Läufer ist ja nicht gut da hinten. Und jetzt kannst du im nächsten Springer E5 machen... Läufer B7, F4. Vielleicht A3 einschieben. Damit er nicht Läufer B4 hat. Ich horche blind. Ich merke das schon. Vielleicht keine gute Idee. Nee. Das weißt du aber selber, ne? Ja, dass das häufig keine gute Idee ist. Aber ich habe schon so viel Zeit verbraucht. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen zügiger spielen. Was ist die Idee? Ja, das zählt ja nicht. Was ist die Idee F4 und... Springer DF3. Leichtfigur und Dominanz aufbauen. Okay. Vielleicht dann auch gleich mal Turm DE1 oder Turm F1. Da bin ich mir gerade noch etwas unschlüssig. Was ist denn mein langfristiger Plan? Hab ich einen? Ja, mach mal ruhig Turm DE1. Na gut, wir müssen dieses A3-Problem natürlich noch lösen, dass der immer hängt, ne? Im richtigen Moment B4 oder wirklich sagen, wir machen A4. Ich glaube, das könnte auch vernünftig sein. Wieso haben wir überhaupt erst A3 gemacht? Na, dann musste er ja A5 machen. Wenn wir jetzt A4 machen, dann kann er das ja sozusagen nicht mehr ausnutzen. Dann war Turm E1 nur so ein bisschen Quark, hätte man sich sparen können, hätte man gleich Turm F1 den anderen. Ich meine, deine Struktur ist ja ganz sauber, muss ich sagen. Oder? Ja. Ja. Ja, Läufer B4, okay.
ja, zum F1 mal drohen, F5 zu spielen. Oder auch G4, G5, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ach, hat er sofort genommen und das wusstest du auch noch, ne? Naja. Nimm mal ruhig weg, hä? Und dann Turm A, E1, Turm E4, wie sowas. G4, F5. Ich denke, wir stehen leicht besser, ne? So, was ist denn noch so im Chat passiert? Wir wurden gefragt, ob wir Mannschaftsblitzkämpfe spielen. Den letzten habe ich mit dir zusammen im Team, wie hießen wir, Bang oder so. Ach, das war ja schon, das war bei der deutschen Ländermeisterschaft. 2010 war das, ja. Mit Jaroslav Krasowitzki noch im Team, ja, das war, da haben wir dominiert. Ja, aber nicht wegen mir. Ich habe, glaube ich, alles verloren. Und jetzt, wir haben uns immer zu dritt, sind wir durchrotiert. Und ich habe ganz schlecht gespielt und ihr zwei habt es rausgerissen. Und dann Dame zweit. Was denn mal mit F5? Ja, nicht übereilen. F5, also okay, jetzt mache ich nochmal ein Praxisseminar unangenehmes Spiel. Machen wir H4 zuerst oder so. Praxisseminar unangenehmes Spielen. Mit solchen Zügen wartest du nämlich, bis er gar keine Zeit mehr hat. Und dann spielst du F5, auch in Turnierpartien. Wenn man so die Kontrolle hat, wie wir hier, abwarten, nicht die kritischen Züge sofort machen, wenn es keinen Unterschied macht, sondern ruhig mal durchwarten lassen bis zum Schluss. Ich meinen Turm einstelle. Ja. Jetzt haben wir gleich Turm FE1, noch ein bisschen Druck auf den E6, er kann die E5 spielen. Das ist schon sehr schön, die Stellung. In der Tat. Jetzt will er da natürlich gleich rein, ne? Dame B4. Da können wir auch erstmal Dame D1 machen, König H3. Schach gesehen. Was ich da sagen soll, ist es. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Turm F4. Da ist was weg. Jetzt. Bauer gewonnen. Was zockst du noch? Hä, wie soll ich das noch zocken? Jetzt ja, nimm dir doch mal den Turm aus. Ja, aber dann kommt gleich die Dame hier. Ja, gut. Und dann? Und klar. Du hast ja noch eine Dame weniger. Ja. Zur Wiederholung. Was soll ich tun? Ich habe keine Züge. H5 oder so. Turm F4. Jetzt kommt er hier unten. Ja, er kann überall reinkommen. Lass mich in Frieden. Lass dich Patt setzen irgendwie. Ja, das klappt aber nicht hier. Nee, so wird das. So wird das nix. Nein. Oh Mann, ey. Ja, ich habe mich so bemüht, die Dame zu lupen, aber er hat leider nicht zugelassen, indem er sie geschlagen hat. Ja. Oh, das ist wahrscheinlich die Strafe dafür, dass wir hier trotz Aufschreiben den Nikolaus vergessen haben, oder? Ja. Oder haben wir das? Das haben wir aufgeschrieben, während du gespielt hast. Ja. Oh Mann, wie kann das denn sein? Das war, weil du mich nicht F5 hast spielen lassen. Ja. Dieses blöde Rumgezieher, das kann ich halt Lass nicht. Lass uns den Moment nochmal Revue passieren lassen. König F7 und was war nochmal dein Aufschlag? Ich hab beide Schach gesehen, Schach gekickt. Merkt euch das. Seht ein Schach und geht ein Schach. Komm her. Oh, das geht doch nicht, ey.
traurig. Oder habe ich dir irgendwie was in den Kopf gepflanzt, als ich gesagt habe, wenn du irgendwas ziehst und er macht Dame B4, Dame D1, dann kannst du irgendwann Schach geben. Nee, da stand der König da ja noch nicht. Ach ja. Traurig, traurig. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen Nikolaus und dann gucken wir mal weiter, was da passiert. Ich bin jetzt traurig. So, dann wir können ja nochmal Englisch mit drittens Turm B1. Also da muss ich ja nicht viel nach Varianten fragen. Um das überhaupt möglich zu machen, muss ich ja im zweiten Zug den Springer ziehen, sonst geht's ja gar nicht. Wer noch nie seine Dame gelobt hat, der werfe den ersten. Aber loben ist gar nicht so leicht, weil ihr dürft das nicht verwechseln mit einstellen. Das war auch nicht gelobt, das war eingestellt. Ja. Loben ist nur, wenn das versucht zu loben. Wenn der Gegner es nicht, nicht sieht. Ja. Das ist in der Turnierpartie schon extrem schwierig. Du hast es mal geschafft, dass dein Gegner die Dame so schief übers Brett gezogen hat, dass dann plötzlich deine weg war. Aber sein Zug war irregulär, ne? Beim Grenke. Bevor es Grenke war, so, das war deine Saison. Ach so, ja. Jetzt sind wir in der Symmetrievariante, aber mit sehr frühem A5. Ja, weil ich auch sonst in der Symmetrievariante mit A3 spielen würde. Egal, machen wir. Aber bei der Frauen-EM ist was passiert, was ich eigentlich aus Frauen-Schachvertreter-Sicht nicht erzählen dürfte, aber. Da ist in einer Partie Folgendes passiert, dass die eine Seite sehr schlecht stand, eigentlich schon auf Verlust, und dann aber lang rochiert hat, womit die Stellung noch einigermaßen spielbar war und die Spielerin hat am Ende dann auch gewonnen. Unglücklicherweise war lange Rochade in diesem Zug nicht möglich, weil der Turm bereits gezogen hatte. Es hat aber keine der Spielerinnen gemerkt und auch der Schiedsrichter nicht, sodass am Ende, als dann das Ergebnis unterschrieben war, das auch zählte. Aber es ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich, weil man hätte ja während der gesamten Partie noch reklamieren können. Ja, also auch noch einen Zug, bevor man dann irgendwie verliert oder so. Ja. Habe ich nicht so fein gespielt, ja? Aber ich schieb das auf Turm B1. Ne? Ja, Elisabeth ist Dritte geworden, das war super, ja. Sie hat auch stark gespielt. Ja, also sehr verdient auf jeden Fall und natürlich ein super Ergebnis für sie. Aber man muss sagen, sie spielt bei so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften auch immer recht gut. Also da erzielt sie in der Regel gute Resultate im Vergleich zu den anderen deutschen Spielerinnen. Das ist meistens immer... Ich bin auch mit dem Ziel reingegangen, ich möchte nicht mehr... Ja. Nee, das wäre ja noch. Ich habe gesagt, nicht mehr als 10 Elo verlieren. Das wurden 9, war mein ne? Ziel. Ja, das habe ich sogar geschafft. Es ist halt immer super schwierig, weil man spielt halt gegen sehr viele auch junge Spielerinnen, die meistens unterbewertet sind und ja, dann halt auch super vorbereitet werden und so. Deswegen ist das immer ein sehr hartes Turnier, finde ich. Ich habe da auch schon mal 50 Elo gelassen. Fiona hat dieses Jahr ja leider auch erwischt. Ich glaube, Phyllis war vor 2 Jahren dran, 60 Elo zu verlieren. Also irgendwie hat da jeder schon so seine Traumata erlebt. Du musst dir größere Ziele setzen. Keine minus 20. Oder 30 oder 40. Denk doch mal in großen Zahlen. Ja, was denke ich denn überhaupt von meiner Stellung? Die ist ganz gut. Die ist besser, als sie vorher war. Den stelle ich natürlich hier rein. Den kriegt er nicht für den Läufer. Dafür ist er viel zu stark. Und irgendwie ruft mich dieser Bauer. Ich mache mal Läufer F3 und guck mal, wie er darauf reagieren möchte. Und bereite mich vor, hier vielleicht was zu opfern, vielleicht auch nicht. Ich kann ja immer noch einen Rückzieher machen. Ja, es gab Qualifikationsplätze für die WM, also offiziell die ersten 14 haben sich qualifiziert, aber dadurch, dass in den ersten 14 schon einige Spielerinnen waren, die vorqualifiziert waren, zum Beispiel, glaube ich, auch Elisabeth, sind dann auch noch ein paar nachgerutscht. Also ich glaube, dass sich die ersten 18 oder so ungefähr qualifiziert haben. Was war denn jetzt hier?
Nehme ich oder nehme ich nicht? Ich sehe nicht, wie es weitergeht. Nimmt der Springer, zieht der König, geht er wieder zurück. Dame H5, kommt immer Turm H8. Schach, König F8. Unklar. Beziehungsweise geht einfach nicht. Ja. Doktor, wollte auch den Läufer H5 sehen, aber sage mir, wie wäre es weitergegangen? Ich habe es nicht gesehen. Einfach spielen. Ja, ja, das haben wir auch schon häufiger mal gemacht und ist dann bitter bereut. War das nicht auch gegen dich, Doktor, in der letzten Partie? Also jetzt nicht heute, sondern da haben wir irgendwann auch mal wild reingeopfert. So, und jetzt ist es Zeit, die eigene Bauernstruktur etwas zu verbessern. Starkes Zentrum. Ansonsten macht er F5. Und man läuft Gefahr, dass man hier mit den schlechten Bauern C3, C4 stehen bleibt, die auf der Felderfarbe des eigenen Läufers sind und einen beschränken. Deswegen war, glaube ich, D4 ein wertvoller Zug. Ja, völliges Desinteresse an meinem D4 Partien. Wertvoll. Sehr wertvoll. Aber ich bin erst ganz am Anfang meiner Ausbildung in der englischen Eröffnung. Ich werde das noch weiter vertiefen. Und okay, jetzt dachte ich, kann ich erstmal nach vorne. Er muss zurück mit dem Läufer, was ihm nicht so gut tut, dachte ich. Obwohl auch, das ist okay, seine Stellung ist völlig okay. So, kann ich ja irgendwie noch mal ein bisschen was taktisch rumfummeln. Ich probiere es einfach mal. Das ist aber ein mutiger Pre-Move, ne? Also, weiß kannst nicht. Ruhig machen, aber... So macht er das. Na, jetzt würde ich natürlich eher hier nehmen. Seine Bauernstruktur kaputt, er verliert einen Bauern. Einen läppischen Läufer. Wir gucken uns das alle gemeinsam gleich nochmal an, ob das gegangen wäre oder nicht. Dann werden wir es wissen. Was? Ja. Diese Unterstellung hier. Das machst du immer. Das hätte ich ja gar nicht lesen können, wenn ich interessiert auf die Stellung geguckt hätte, diesen Kommentar. Ja, ich unterhalte mich ja gerne mit unserer Community. Das, was ich hier zusammenspiele, interessiert dich sowieso nicht die Bohne. Abtauschen oder nicht abtauschen, wieder so eine kleine Generalfrage. Ich sage an dieser Stelle ja, weil sein König ist ziemlich schwach. Spannend. Oh ja, der sieht gut aus. So, den Bauern kann man halten. Da muss man schnell hin zu den Bauern. Aber ganz schnell muss man da hin. Jetzt war ich aber schnell genug. Ja, sieht doch super aus. Na was denn? Ich bin sehr beeindruckt von deiner Endspielverwertung mit viel mehr Bauern. Ja, danke. Ja, gleich matt. Boah, Feinheit. Ja. Nicht Patt setzen, bitte. Ja. Danke für die Partie, Nikolaus. Und wir gucken einmal noch die spannende Stellung an. Wäre das Opfer gegangen oder nicht? Und zwar an dieser Stelle. Ja, bitte. Ihr, also im Chat alle so, ja, mach das mal. Aber ja, was man macht... Man opfert gerne fremde Figuren. Ja, mach was denn mal. Im Springer nehmen könnte interessant sein. Sehe ich aber keinen Vorteil nach König H8.
Also kann man auch gleich mit der Dame nehmen. Und jetzt kommt Turm H8. So. Dame G5 sieht mehr oder weniger forciert aus. Ah, TFP war auf meiner Seite, okay. Mhm. König F8. Und was nun? Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie einfach sowas mache, dann... Der F7 ist ja auch zweimal gedeckt, ne? Ja, geht wieder zurück, nimmt auch noch den. Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass das simpel verloren ist für Weiß. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch einfacher hier zu spielen für Schwarz. Es ist nicht mal so, dass das jetzt eine Stellung ist, wo Schwarz irgendwie ganz genau aufpassen muss und ein Fehltritt führt in den Abgrund, sondern ich glaube, das ist ziemlich einfach hier für Schwarz, gefühlt. Ja. Und dann schneidet man sich ja ans eigene Fleisch. Ja. Also, die wollten mich alle nur untergehen sehen. Ja, wahrscheinlich. Wir haben die Community gegen uns. Oh oh. Springer H7 bringt auch nicht so viel. Der wird einfach genommen. Die Dame ist gedeckt vom A8. Also, nein. Da können wir nur weitermachen, indem wir gegen die 5 spielen. Und das ist Professor X, ne? Ja. Den haben wir noch nicht gehabt, oder? So, königsindischen Angriff jetzt einmal bitte. So, mit die E4 Dame. Oder wie? Mit E4? Erstmal Springer F3. Achso. Okay, stell dir vor, du hast Schwarz. Spiel königsindisch. Ja, ja, ich hab's kapiert. So. Was ist denn los mit dir heute? Ich habe zu viel Schach gemacht die letzten 2 Wochen. Weißt du, wie gaga man da ist? Ich war mit Phyllis auf dem Zimmer und irgendwann sind wir einfach nur völlig durchgedreht. Wir haben sogar bei der Siegerehrung einen Lachanfall bei der türkischen Nationalhymne bekommen. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben mit unserem Leben gespielt quasi. Springer D2, E4. Nee. Königsindischer Angriff. Ja, aber ich spiele bei Königsindisch auch immer den Springer nach C6. Wieso gehst du hier mit den Wünschen der Zuschauer um? Hä, aber wie ich denn angreife, ist ja wohl mir überlassen, oder nicht? Nein. B5, ein starker Zug. Vielleicht aber auch nicht. Wird der Fischerangriff. Turm E1, Springer F1, Springer H2, Springer G4, H5, H6. Aber sein Aufbau ist da nicht so schlecht dagegen. Läufer B7 könnte nur etwas überflüssig gewesen sein. Mhm. Ähnelt sehr meiner Schwarzpartie gegen Richard Rapport. Rapport war weiß, das beruhigt mich. Ja, stand aber gar nicht besser, lange Zeit. Was ich aber nicht recht verstanden habe, machen wir ruhig H5, ist, der Computer hat darauf bestanden, dass Schwarz in solchen Stellungen immer H6 spielen muss. Ich hatte es nicht so ganz auf dem Schirm und bin da auch immer noch nicht so ganz überzeugt von, was schon ziemlich Wunderpunkt ist, ne? Aber gut. Nämlich H6 zuzulassen, ist gefährlich. Ich finde es immer schwierig, dann den Angriff auch zu vollenden. Also bis hierhin und auch so die nächsten Züge sind ja noch... Jetzt könnte ich auch umschwenken, oder? Springer H2 sollte noch der richtige sein. Und jetzt vielleicht mal H6? Ich überlege, ist das ein Problem? Vielleicht. Vielleicht auch. Aber wenn du erstmal H6 machst, wird er G6 machen. Höchstwahrscheinlich. Dann kannst du Dame E2 spielen. Er macht Springer D5 und du machst Läufer G5. Und dann gehst du auf die schwarzen Felder. Weil wenn, also... Wozu habe ich da jetzt Dame E2 gebraucht? Um den E5 zu decken. Ach so. Ja, danke. Danke, danke. Springer G4. Jetzt kann ich ja hier den anderen nach E4 bringen. Vielleicht. Ja, und Springer D2 droht ja auch Läufer schlägt D5. Ziemlich mächtig. Also ich nehme mal an, die Stellung ist sehr gut für dich. Für uns! Ja. Für uns. Das ist ein kommunistisches Brett. Es gibt kein Ich, es gibt nur ein Wir auf diesem Brett. Da Springer E4 ist so schön. Ach ja, die schwarzen Felder. Die mag ich sehr gerne. Was ist die Idee von H6 aus schwarzer Sicht?
soweit ich die Engine damals richtig verstanden habe, tatsächlich nur H6 von Weiß zu verhindern. Nicht mehr, so, aber auch nicht weniger. So, wie gewinne ich denn jetzt hier? Ja, Springer rein und dann erstmal G4 nochmal hinterher. Die Frage, ob man so nimmt oder ob man mehr rausholen kann, wenn man anders schlägt. Aber wie mit dem Bauern ist ja alles zu. Achso, na, jetzt kannst du ja G4 machen. Ja, es sieht schon extrem stark aus. Ja, ne? Aber man muss es ja trotzdem noch verwerten. Das habe ich ja gelernt, ist mein Problem. Ach, da ist er weg. Wo? Oh. Der, er hat den einfach geschlagen. Ach so! Siehst du, schon fängt's an. Ja, ich weiß, ist nicht so überzeugend. Was spielen die auch so gut heute alle, ne? Vielleicht liegt es aber auch an uns. Nein. Mach mal keinen Prim. Wieso? Na gut, jetzt kannst du. Wollt's noch ein bisschen davon abhängig machen, wie er es spielt. Auch gesehen. F4. Nee, nimm mal auf B7 zuerst. Jetzt kann ich. Ach nee, jetzt komm, E2, oder? Ja, ist ja noch schön. Puh, was für eine knappe Kiste, ne? Das ist ja noch nicht vorbei. Ich kann ja noch rauslaufen. Ja, aber es ist halt nicht. Na, jetzt nicht mehr. Und dann H8 ist matt. Eieiei. Ja, aber dass ich den H6 eingestellt habe, war trotzdem ein bisschen. Obwohl ich mir sicher bin, du hattest wahnsinnige Kompensation an der Stelle. Ja, aber trotzdem, ich hätte mich lieber bewusst dafür entschieden, den zu geben und nicht hast du so, oh, da ist einer weg und ich so, hä, wo denn? Und du so, ja, der ist schon weg, ach so. Aber vielleicht noch einmal für euch, auch eine nette Taktik an dieser Stelle, auf Läufer G7 wäre nämlich sehr stark da am H6 gekommen, mit Matt, mit fast Matt, Turm G8 ja, hält es noch ein bisschen zusammen, ne? Aber auch danach hast du ja immer die Ideen gehabt, deswegen hat das eigentlich ziemlich gut verteidigt. Wenn er Läufer G7 nicht macht, sondern irgendwie sowas, dass wir ja, dann kann er ja immer noch H6 dass wir spielen. Vielleicht sogar Dame schlägt so. H7 machen können. Läufer ja, H6, aber G5 droht, zack, zack. Ich laufe ja raus, König G8. Achso, oh nee, ich bin ein bisschen langsam. Ich wollte jetzt nach E8 hüpfen. Also ich glaube, das gewinnt für Weiß, ne? Wenn mich hier nicht alles täuscht. Was eine sehr schöne Taktik gewesen wäre. Stimmt, ja. Ja, aber auch so, wie es kam. Vielleicht geht noch Dame G2. König G2. Turm C2. Oh, schön. Okay, aber Dame G2. Turm gut, wenn G2. Ich tue. Es sollte auch. DC. DC, dann kommt er. Na gut, dann und so. Jetzt kann ich. Matt! Nee, kann ich nicht abhauen. Und dann habe ich einfach was weniger. Eine Figur weniger. Ah, du kannst aber Läufer G7 machen. Boah, was für eine Taktik. Dame G2 ist noch cooler als dein Trick. Ja. Okay, dann machen wir an dieser Stelle weiter mit der Nummer 10. Wir zählen von unten ab. 3, was für ein Blick hat mir Nico zugeworfen? Ich habe es nicht gesehen. Einen beeindruckten oder einen enttäuschten, weil ich seine Genialität zerstört habe? Würde Nein, mich beides sehr freuen. Es war sehr wahrscheinlich beeindruckt, mein Blick. Okay, keine Wünsche mehr, dann gibt es nochmal eine Partie Bertramisch für euch. Der Lasagne. Das kann man so machen.
kann man alles so machen. Dass du mir nicht gleich geglaubt hast. Ja, eine Frechheit. Ja, aber ich hatte recht. Zwar nicht mit meiner Ursprungswiderlegung, aber nur wenn man nicht alles glaubt, kann man auch die Widerlegung finden. Was ist der tiefere Sinn hinter Springer B5? Naja, ich stelle meinen Springer, der auf C3 manchmal etwas unangenehm steht, stelle ich hier auf ein aktives Feld und ich sorge dafür, dass dein Springer hier so ein Gumpen am Rand wird. Gumpen. Ich weiß nicht. Und eigentlich könnte ich mir jetzt auch schon das Läuferpaar gönnen. Vor allen Dingen muss er erstmal jetzt zur Rochade irgendwie kommen. Ja. Ich habe jetzt auch etwas darüber gegrübelt, auf A6 zu nehmen, verschiedenfarbige Läufer zu spielen, weil der extrem schön ist, aber das ist auch so. Der ist extrem schön, der Läufer. Du bist natürlich extrem schön. Aber du weißt nicht, warum. Nee, was? Ich weiß nicht, warum, nein. Was hast du gerade gesagt? Die Öffnung ist gut. Ja, das ist die Kobra. Sonst, also wenn sie gar nicht gut wäre, dann würde ich die auch nicht spielen. Aber tatsächlich, das sehr Nette an der Öffnung ist, dass die Gegner häufig sehr früh Probleme bekommen. Komm, irgendwie will ich es jetzt auch gerade wissen, ne? Komm, hier, G4. Sie bekommen Probleme, weil sie aus ihrem System gebracht werden, nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich hatte es zum Beispiel jetzt wieder beim Gränke D4, Springer F6, D4, D5, Springer C3. Haben wir Gegner E6 gemacht und hatte nicht so wirklich auf dem Schirm, dass er eigentlich gar kein Französischspieler ist. Ja, dann kommt und man dann mit kam E4, E4 ja. Da wunderbar rein. Vielleicht war es ja, hat es nur noch nicht in der Datenbank. Oh, jetzt droht vielleicht Läufer schlägt A4, ne? Nochmal, Läufer A4, Läufer E7. Zack, 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 zack. Nix gewonnen, gehe ich lieber nach da. Irgendwie eine coole Stellung, ne? Auch wenn Springer E4 wahrscheinlich leider ganz gut ist. Geht ein bisschen übertrieben. Ja. Damit zwinge ich ihn ja auch nur da rein, ne? Ja, zwingst ihn zu seinem Glück. Ich sollte lieber Springer E5, Springer E4 Läufer irgendwie B4 oder zurück machen und dann F3 spielen. Also irgendwie fand ich deine Stellung schon mal... Achso, er argumentiert jetzt hier von wegen... was argumentiert er denn überhaupt? Geht doch nach G3. Ja. C5 direkt, Opfer da. Kann ich das annehmen? Nein. Oh, das kann ich doch nicht annehmen. Doch, ich kann. E5? Ja, da ist er doch auch schon weg. Der gute König. Ja, trotzdem E4. Ja, es ist ja nicht alles umsonst, ne? Bin nie gesagt, dass das alles geschenkt ist von ihm. Er hat schon ein bisschen was dafür, gebe ich zu. So, hast jetzt wenigstens was mehr, Jan Bauern. Herzlichen Glückwunsch. Boom, ich habe zwei Läufer mehr. Und ich gedenke, keinen davon wieder herzugeben. Außer gegen den Turm vielleicht. Nein. Auch nicht? Nein. Wenn jetzt EF kommt? Ja. Oder auch der? Nee, ich hatte eigentlich von Anfang an vor, Dame nach F5 zu spielen, aber jetzt stelle ich sie wohl eher nach D3. Ich gebe zu, ich hätte ihn auch nehmen können, weil... Aber jetzt schon aus Prinzip nicht. Er wird den jetzt ja wahrscheinlich jagen mit Turm E6, aber dann habe ich in der Zwischenzeit etwas Zeit, den E3 zu attackieren. Und ein bisschen verwirrt habe ich ihn auch noch. Ja gut, und er kann den auch nicht gut decken, ne? Den E-Bauern. Nee.
Boah, die sind hier echt schon. Muss ein bisschen auf A6 aufpassen, ne? Mhm. Also jetzt gerade noch nicht, aber. Der Flinsfahrer sagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass wir mal keinen Läuferpaar hatten. Tja. Und meistens geht's auch sehr gut mit denen. Da ist A6. Ja, aber jetzt hast du ja wieder ein Rückzugsfeld. So, Springer sind natürlich auch unangenehm im Blitzen. Finde ich. Ist gleich matt, oder was? Ich? Nee, eher. Ach, gut. Aber ist ja gar nicht, geht immer noch dann einfach. Kannst du. Achso, nee, jetzt geht er. Naja. War Quatsch, was ich erzählte. Du verwirrst mich nur. Stimmt, das machst du häufig. Du hilfst mir. Also es ist nicht nur so, dass du mir nicht helfen würdest. Du störst mich auch noch. Ja, siehst, dann kannst du dich doch freuen, wenn ich lächelnd den Chat lese. C3 hängt. I know. Ach so, die Alternative wäre der. Der sieht irgendwie doof aus, oder? Ist halt hier kein Ponyhof. Zack, 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 zack. Ich mache trotzdem B3. Springer E2 ist mein König jetzt nämlich extrem aktiv. Und sein Springer fühlt sich gar nicht mal so wohl hier in unserem Lager. Nicht wahr? Jetzt sagst du. Ja. War. Ja, war. Ja, so ein aktiver König ist schon mal was wert, ne? Das stimmt. Und so zwei verbundene Freibauern natürlich auch. Und so ein Turm auch. Ja. Und so ein Läufer auch. Also wie alles was wert, was wir hier gut. So haben, ne? Mhm. Wo geht er denn hin? Warten wir das doch erstmal ab. Da geht er hin. Okay, dann gibt's einen Garde auf den Springer, ein Schach auf den König und noch ein Schach auf den König und ein Matt auf den König. Siehst oh, ich du? Hab den nicht. Du den hast, ja, und du hast ja, aber mein Rat befolgt, Schach gesehen, Schach gekriegt. Ja. Wieso hat das bei dir besser geklappt? Ja. Ich musste gar nicht gucken, ob das Matt ist, weil ich gebe einfach jeden Schach, was ich irgendwie finden kann und dann geht das schon auf. Ja, danke für die Partie, Lasagne. Ich habe auch Hunger. Ich habe noch die Videoserie von Johnny geguckt und ich guck so und auf einmal ist es 19.40 Uhr und ich habe noch nicht Abendbrot gegessen und das Banter geht bald los. Das war... okay, was kann ich Lasagne empfehlen? Schau dir das nochmal an hier. E6, kein guter Zug an dieser Stelle. Wo sie recht haben. Haben sie recht. Habe ich oder habe ich nicht? Was? Ich habe. Ich habe von unten gezählt, das heißt, jetzt wird wieder von oben gespielt. Und du spielst gegen Berolinensis. Und du hast schon wieder weiß. So wie ich auch, so wie wir die ganze Zeit wieder unsere weiße Welle reiten. Dann zeig mal, was du mit weiß hier jetzt alles nicht einstellen kannst. Du kannst also das. Also erstmal habe ich noch nichts eingestellt. Aber ich kenne das, wenn man so Tage hat, wo man einfach nichts sieht, ne? Das ist, aber... Danke. Also nicht, aber ist ja, guck mal, wenn ich sage, es wäre dein Standardverfahren, die Damen einzustellen, danke. Dann wäre das nicht schön. Sehr freundlich. Hm. Das Video von Johnny gibt es halt leider nicht hier, sondern nur bei uns. Wir haben mal so ein eigenes kleines Projekt gelauncht. Das findet ihr über unsere Homepage. Ich kann es auch sagen, das ist Chessamy, so Chess Academy, also zusammen.com. Und da haben wir so ein bisschen, hatten wir den Johnny hier zu Gast, was extrem witzig war. Und ich musste tatsächlich auch bei vielen Videos. Aber das hat meinen Humor. Gefällt mir gut.
Ja, dann sag doch mal was zu meiner humorvollen Stellung. Ich finde das immer ein bisschen, ich denke mal, sowas kann man doch nicht ohne Theoriekenntnisse spielen. Ich habe aber welche. Ja, so, deswegen sage ich ja auch, das ist okay. Hast du überhaupt nicht gesagt? Ja, hätte ich noch gesagt. Aber deswegen spiele ich das halt nicht. Ist F5 gut? Ist Springer ja. D4 gut? Was macht man hier? Ja, ich Springer D4, nicht. Komm, Läufer C4. Jetzt, ich weiß auch nicht genau, weil mit H6 so früh kenne ich jetzt auch nicht direkt. Ne? Muss man sich halt auf sein Gefühl verlassen. Sieht ja aus wie eine Schwäche, ne? Mhm. Okay, jetzt machen wir mal. Mach mal F schlägt G. Ja, weil sonst kommt auch G5 und da habe ich ja nichts gekonnt wahrscheinlich. So, aber nee, dann jetzt gleich mal einmal zack, zack, bumm. Matt, Figuren. Wenn er hier schlägt, schlage ich doch. Auf F7, ja. Ihr wollt uns ja nur auch mal gewinnen lassen. Naja. Von wollen kann da keine Rede sein. Wir freuen uns jedes Mal, wenn die Community so stark ist, dass sie uns bezwingt, aber also auch das, die Community ist immer stärker geworden. Ich freue mich niemals, wenn ich verliere. Lüg nicht. Nein, ich wollte es auch gerade einschränken, aber dann muss es auch daran liegen, dass die Partie so gut war. Und, so, wie ist jetzt am besten hier schlagen? Ja, ne? Weil sonst kann er zwischenschlagen. Ja, ich glaube auch. So, dann da schlagen. Ja. Und Ende. Ja, aber nicht, Springer nicht so E3 ganz. Ja, noch. Springer E3 geht noch. Aber dann hast du halt, ja, dann kommt Dame D5 jetzt. Springer E3 hättest du, glaube ich, ganz gut Dame D4 gehabt. Springer F1, Läufer G7, ja. Auch eine Gewinnstellung. Oh, du Taktikfuchs. Musst du mir mal selber applaudieren. Ja, das war schön. Schöne, nette Taktik, die du hier mit F5, ich wollte gerade sagen, eingelitten hast. Das ist dann irgendwie die Vergangenheitsform von einleiten. Du hast das eingelitten. Ja, aber das glaube ich, jetzt hat er halt schon mal ein weniger, ne? Ob das Schach auf B6 was bringt, ich glaube es nicht. Und jetzt Springer E3 ist, glaube ich, insoweit halt nur besser, dass er das deckt, aber auf Dame D4 kann er dann auch nicht mehr so viel. Springer C2 ist, glaube ich, auch nicht gut. Dann kommt Dame D5, Läufer G7 auch. Alles gut, ne? Richtig gut. Gefällt mir, vielleicht soll ich das auch mal spielen. Ich muss immer nur mal eine gute Stellung sehen oder Partie, dann spiele ich gleich die ganze Erfüllung. Das wäre dann. So schnell kann es gehen. Ja, irgendwann hattest du das doch mal in der Turnierpartie, aber hast es total misshandelt. Du hast irgendwie den Springer schon direkt am Anfang völlig falsch gespielt. Da habe ich das so gespielt, wie du gegen Drachen, hab den Springer auf die falsche Seite gehievt am Anfang. Ja, dann ist es ja aber nicht so wie ich. Das macht ja einen riesen Unterschied. Ich habe den nach F3 gestellt, und um dann festzustellen, dass ich direkt wirklich eklatanten Nachteil habe. So, Nick, wir schon wieder. Schön, du machst wenigstens hier... Na, machst regelmäßig du nicht mit. Achso, nee, das wolltest du gar nicht sagen. Du leitest wenigstens Ben Oni ein, wollte ich sagen, aber nein. Stimmt, das haben wir doch Mackern versprochen. Ja, so wird das hier nix. Ja, D4, D5 sollte sein, auch wenn es wahrscheinlich dann halt keine große Sache ist. TFP, wenn deine Frage zu der letzten Partie war, also mit H6 wartet man in der Regel ein bisschen. Das ist zwar kein Zug, der völlig fehl am Platz ist, und man spielt den auch häufiger, aber ich glaube, direkt so zu Beginn, sage ich mal, ist es eher ungewöhnlich. Ansonsten war der Plan, also Läufer E6 ist schon eine Hauptvariante. Ja, Springer A5 sind auch sinnvolle Ideen. Ja, aber man darf eben auch nicht, also es hat auch schon Feinheiten, ne? Manchmal ist das ja so die Gefahr, dass man die Variante ein bisschen unterschätzt, weil sie halt sehr harmlos aussieht, aber... Läufer Paar. Ey. Ja, vor allen Dingen ist der Läufer auf C1 ja eine Kröte. Aber es ist gar nicht so einfach, mich jetzt aufzubauen. Ich glaube, ich muss erstmal... Nee, ist auch nicht gut. Der geht, glaube ich, noch. Springer B5 hatte ich ein bisschen Sorge wegen Springer D6 und Springer C7, aber
König E7, Springer C7, Turm D8 sollte hier mein Läuferpaar noch retten. Obwohl, ne, da steige ich ein, ne? Ja. Da sagt der Läufer, hallo, hello again, auf den weißen Feldern. Das ist jetzt ein anderes Lied, ne? Das geht so eins nach dem anderen. Das geht so übereinander. Mist, mein Wodka ist aufgeflogen. Ja, Prosit, der Gemütlichkeit. Ich habe das wirklich mal bei einem Turnier, dass einer einen Wodka aus der Wasserflasche getrunken hat. Und dann ist er auch mal über dem Brett eingeschlafen. Und dann wurde er disqualifiziert. Fürs Einschlafen oder für den Alkohol? Na, ich glaube für sein Auftreten insgesamt. Ja. Er war ja auch nicht mehr spielfähig so wirklich, ne? Ja. Ich meine, da sind auch ein paar Figuren umgefallen und so. Ah, den Turm auf D1 stehen lassen, weil ich den nicht nehmen würde. Ha, das wäre natürlich eine gute Idee gewesen. So, Expansion. Richtig? Richtig, auch wenn das nicht ganz klar ist. Ich gebe es zu. Obwohl ich den jetzt gar nicht mal so kritisch fand. Nee. Was? Was erzählst du da? Ich habe mit dem Chat geredet. Entschuldige bitte. Ich wollte nur sagen, es war nicht Cut-Chef. Was? Würdige doch hier mein taktisches Springer E4, Springer D3 Gewusel. Oh, macht er trotzdem. Jetzt hoffe ich mal, dass ich richtig getaktischt habe. Ja, das sieht doch gut aus. Was soll er tun? Weiß ich nicht. Aber ich bin mit allen billigen Trickwässern gewaschen. Wie ihr wisst. Deswegen bist du so schmutzig. Deswegen spiele ich so schmutziges Schach, ja? Ja. So ist das. Ach, die Katsche. Ja, beim Open in Pardubice, da waren auch Leute, die haben selbst Gebranntes mitgehabt. Das war auch interessant. Am Brett? Während der Partie? Mhm. Aber auch manchmal im Sinne von... Also einer hatte auch tatsächlich, das sah aus wie selbstgebrannte Cola. Ist ein bisschen eklig, also ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Läuferpaar, auch wenn es nicht mehr lange leben wird. Es war schön mit euch. Du könntest es ja retten, wenn du magst. Nee, er kann ja auch 4-5 nehmen. Also ja. Ja, gerade in so einer symmetrischen Stellung ist natürlich, sind es die kleinen Unterschiede, ne? Ja, die kleinen Unterschiede, dass du einen Turm mehr hast? Nein, davor. Aha. Ja, so eine Figur. Du hast nicht mal eine Figur mehr. Er hat eine mehr auf dem Brett. Nun denn. Was ist denn das für eine Feinheit gewesen? Den König so stellen, dass er nicht Schach geben kann. Also, er droht was. Gehe ich weg. Nee. Nein, jetzt ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber besser ist das manchmal, ne? Ich sag dir, da sollte ein Abstand von mindestens so einem Quadrat von 5 sein. Sonst kann man merkt euch diese Tipps, wenn ihr Turm und Figur mehr habt, nur Turm, dann.
Ja. Dann merkt euch meine Regeln zum Spiel mit Turmen mehr. Ja. Wir werden das in der Lernstunde nochmal verarbeiten. Ja. Wie spiele ich mit einem Turm und Läufer mehr? Dann ist meine Spezialität. Eine Serie draus. Ja. Aber auch nur Läufer und Turm mehr. Ein Bauer brauchen wir gegen auch den noch. Springer. Ach so, ja. Sonst ist. Gelten wieder andere Gesetze. Ja. So, Schach. Und wenn man sich nicht besser zu helfen weiß, dann baut man eine Treppe. Ah, Jan ist schon der Spezialist für Turmmeer, aber du kannst dich ja für Turm und Figur und Bauermeer etablieren als ja. Spezialist. Ja. So, lieber Nick, am Anfang war noch alles gut, aber, was mir gar nicht gefallen hat, war dieses Läuferschlägt D5. Du stehst mit Weiß jetzt schon leicht schlechter. Das kann es nicht sein. Hier die Rochade auch nochmal eine Ungenauigkeit. Springer C3, dann hättest du vielleicht noch Druck auf den gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den über C4 wirklich retten kann oder ob du mir da noch mehr rumnervst dann. Und so hast du gleich Nachteil. Das ist nicht so gut und ist nicht leicht gegen das Läuferpaar. So. Korrekt. Was gibt's noch? Ich glaube, es ist gerade noch Bier-Thema. Ja, davon habe ich in letzter Zeit, als ich in Prag war, offensichtlich musste ich da einiges von genießen. Musstest du? Ja, für dich zähle ich immer von oben ab, ne? 6, 7, 8, der Hans. Chess Hans, der Kanz. Bitteschön. So. Selbst wenn du spielst, guckst du darüber, ne? Ja. Ein Auge ist immer da. Tatsächlich auch das eine Kuriosität, die ich nur einmal erleben durfte in Tschechien. Das Läufer C4, Läufer C5, B4, ne? Okay, jetzt kannst du machen, was du willst. Dass ein Spieler tatsächlich, ich habe nicht selber gegen ihn gespielt, ein Vereinskollege hat gegen ihn gespielt, dem ist irgendwann aufgefallen, dass er sich verschrieben hat. Soweit so unbesonders. Aber jetzt fängt er an und guckt aufs Brett. Und man sieht so diese kleinen Augenbewegungen, er verfolgt die Züge nach, ja? Und auf einmal wandert ein Auge, aber auch nur eins, aufs Partieformular. Und auf einmal geht das eine Auge am Brett und das andere auf dem Partieformular, so die Züge durch, ob das alles passt. Ziemlich crazy. Das ist was. Kann ich nicht. Nee, kann ich auch nicht. Achso. Das können wenige. Aber es gab ja diesen sehr bekannten Savant, der ja leider nicht mehr lebt, der sich alles immer direkt konnte. Ich glaube, Kim hieß er. Kim irgendwas. Der hat ja auch Bücher gelesen, linkes Auge, linke Seite, rechtes Auge, rechte Seite und so. Ich glaube, so wird das nichts. Was jetzt? War nur bezogen auf eine Feinheit. Insgesamt wird das natürlich was. Keine Frage, kein Zweifel. B4. Aber irgendwie, ja, gucken, so richtig. Gucken, wo er sich hin verirrt. Ich dachte, das ist schon wegen B5 nicht ganz so genau, ne? Ja, wer hat sie nicht gesehen? Die Feinheiten des italienischen Spiels von Jan Gustafsson. Und jetzt so, musst du jetzt nur hier auf Läufer F2 achten, ne? Ja. Tom A5 wäre auch was Schönes gewesen. Ja, aber dann kommt der ja trotzdem. Ach ja. Hä, du sagst es mir gerade noch. Aber guck, das ist gut. Wir ergänzen uns ganz gut. Ich stelle hier was ein, du da was ein. Insgesamt jeder stellt mal was ein. Läufer B2 jetzt. Das ist die Ergänzung? Ja, aber nein, der andere... Andersherum, manchmal sieht der eine was der andere nicht sah und so. So ist jetzt. B6? Hä, was denn? Bauer Dame B6. Komm noch B6. Aber wenn du B6 machst. Ja. Danke. Bitteschön. Und Doktor Danke, sagt Doktor. Auch, was wäre mit B6? Ja, was wäre mit B6? Ja. Ja, füge dich der Community und deinem Ehemann. Nein. Alle wollen B6 von dir. Ja, das kann man. Ich kann jetzt auch mal im Turm hier schlagen, ne? Oh, das ist natürlich ein Traum. Man könnte auch sagen, auf Sächsisch ein
Traum? Nee, Traum. Ich übe das noch. Ja gar nicht. So, was habe ich jetzt mehr? Ein Turm? Jetzt kommt deine Kompetenz gleich zu meinen. Oh ja, ich mache mich schon mal bereit. Ja. So, meine Sternstunde, E5, abgrapschen. Auch mit diesem Doppel, auch sehr elegant. Mit was? Ja, diesem nochmal auf das Feld doppelt draufklicken, was du da gerade gemacht hast. Läufer A3 oder Springer C4 sofort. Läufer A3, was ist besser? Nein, Läufer A3 ist Quatsch, natürlich. Obwohl, ist er nicht, ist auch gut. Jetzt höre mal auf, mich zu verwirren. Ich finde, Springer C4 sieht angemessen gut aus. Dame C5, Läufer A3. Oder Dame schlägt D8, auch angemessen. Ja. Dem Doktor würde ich auch vertrauen. Ja. Jetzt mitten in einer Blitzpartie auf Klo, die Zeit lief weiter, er kam zurück und hat gewonnen. Echt? Ich muss das erstmal nachvollziehen. Hä? Du hast geblitzt. Musstest du aufs Klo? Ich doch nicht. Dachte, ne? Drum, D1 schlägt D8. Ach so, oder einer hier, der im Geschwätzblitz gegen uns gespielt hat und musste aufs Klo und ist zurückgekommen. Na, dann gewonnen. Das kann doch nicht sein. Also, ob das so eine Fernwirkung hat, ich weiß ja nicht. Ah, wer ist denn hier der Profi der italienischen Partie? Die Melli. Ja. Hat man wieder gesehen. Oh, damals war ich noch ein bisschen brauner als heute. Damals? Ich glaube, das ist einfach jahreszeitabhängig und du wirst nicht im Alter irgendwie weißer. Das, ich glaube, so ist es nicht ganz. Vielleicht nicht nur das Haar, sondern auch die Haut. Ja, und es wird alt und grau. Aber noch. Das war ein schöner Schluss. Ja, noch ist alles im Rahmen. was war denn das Problem? Also, ich möchte eine Sache nur vielleicht sagen. Dass auf B4... Gesundheit. Ja, Entschuldigung. Ist Läufer B6 wahrscheinlich etwas genauer, damit man da nicht reinläuft. Gesundheit. Ja, danke. Jetzt haben wir es aber. Läufer B6 ein bisschen genauer, an sich die Zugfolge glaube ich schon nicht die genaueste gewesen, aber spätestens hier darfst du natürlich nicht auf B5 nehmen, sondern solltest deinen Springer zurückziehen, auch wenn es vielleicht einen Bauern opfert, vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht genau. Kannst du auch auf C4 zwischennehmen, aber ja, das danach war es so ein bisschen gefährlich. So! Hat Spaß gemacht mit euch, ja, mal wieder. Finde ich auch. Ich musste mich zuerst mal wieder eingrooven. Ja. Das nächste Mal. Ja. Läuft Taktiktraining so. machen wir jetzt regelmäßig und dann... Extra für euch. Nächstes Mal stellen wir nichts mehr ein, also... Nie wieder. Seid vorsichtig die nächsten Male, denn da geht's rund. Ja, und jetzt geht's morgen erstmal rund bei der Lernstunde. Seid gerne mit dabei. Thema Paul Keres. Und wir sehen uns morgen oder zum nächsten Geschwätzblitz. Genau, noch einen schönen Abend. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.